Hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 2. Ich habe mir beim letzten Mal noch ein paar Sachen... Passt du besser selber auf. Ich habe beim letzten Mal ein paar Sachen verkauft und ansonsten nichts mehr gemacht. Also, was hat er denn im Angebot? Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Womit handelst du? Vor allem mit verschiedenem Räucherwerk. Zur Meditation, zur Regeneration, für die Küche, als Medizin, für Rituale, was immer gebraucht wird. Also denke ich mal, ja, wie ich getippt habe, Rezepte für Tränke und einige Sachen, so Handwerkszeug und Alchemiekram. Okay, aber wenn ich später mal ein bisschen mehr Geld habe, werde ich mich selber mal schlau machen, was ich so gebrauchen kann und was nicht. Also, ich werde nicht nachschlagen irgendwo im Internet, sondern nein, ich werde mir das alles selber durchlesen und mir Gedanken machen, was davon sinnig wäre und was nicht. Aushänge. Aushänge? Nachrichtenbretter sind geeignete Orte, sich zusätzliche Einkommensquellen zu verschaffen. Ah, das ist also wie früher, man kann sich hier Aufträge verschaffen. Das ist cool, das brauche ich. Wieso soll er keine Kartoffeln essen? Und hier kriegen wir wahrscheinlich nach und nach ziemlich Geld. Auftrag zur Tötung von Endriagen. Von Ludwig Merse. Okay. Auftrag zur Tötung der Neckar. Bekanntmachung über Dimitris Begnadung. Gnadigung, Entschuldigung. Allen sei bekannt und zu wissen, der Bandit Dimitri hat Reue gezeigt und um Vergebung seiner schrecklichen Taten gefleht. Kommandant Loredo, bekannt für seine Milde, hat ihm seine Schuld erlassen und Dimitri wieder in den Schoß der Gesellschaft aufgenommen. Und hiermit sind alle Steckbriefe und Belohnungen auf Dimitris Kopf aufgehoben. Warum zum Teufel ist das für mich ein Auftrag? Ah, wahrscheinlich ist dieser Dimitri doch nicht ganz so koscher, wie er jetzt dargestellt wird. Nehmen wir mal mit. Zedwigs Anzeige. Draufgänger, der es nicht gleich mit der Angst zu tun bekommt und Erfahrung bei der Lösung von komplizierten Problemen hat. Dringend. Cedric Bindegarn. Keine Ahnung, worum es geht. Nehmen wir. Und hier ist ein DLC-Quest, und zwar Auftrag zur Tötung des Trolls. Gesucht wird ein Mutiger, der den degenerierten Troll tötet, der sich bei der zerstörten Brücke an der Grenze zu Erden herumtreibt. Bestie unschädlich gemacht werden, Hauptsache wirksam, bla bla bla, Belohnung und so weiter. Okay, wir haben ein paar Aufträge bekommen. Und na, Geralt? Oh Mann, du sahst auch schon mal besser aus. Obwohl, nein, du siehst besser aus denn je, aber du siehst fertig aus. Was mit euch, Jungs? Habt ihr was zu erzählen? Stinklangweilig. Oh, ja, das kenne ich. Bist ein Klugscheißer, was? Hey, ich hab dich nur angesprochen. Ich kann dich einfach töten. Durst. Und ich erst. Tja, euer Durst ist euer Problem, nicht meins. Dann schauen wir uns auch hier noch ein wenig um und... Hey, da geht's runter. Was gibt's da denn? Hier ist so rotes Licht. Wow. Jetzt sieht's aber cool aus in dem Licht. War doch klar, dass hier Sachen zu holen gibt. Rotes Meteoritenerz. Ah, das brauche ich später für Schwerter. Das weiß ich jetzt schon. Das war ja im ersten Teil genauso. Was gibt's hier? Wow. Das ist aber ein sehr geräumiges Zimmer. Ein bisschen Kohle. Komm, benutze ein Medaillon. Yep. Noch mehr Geld. Ein paar Pflanzen und noch mehr Geld. Und ja, das war's auch schon. Und dieser Raum sieht mir eher aus wie so ein, ja, ein Raum, den ich in einem Puff erwarte. So ein bisschen geräumiges Bett und so. Ihr könnt euch schon denken, was man dann da so macht. Da ja aber auch Jugendliche zuhören, muss ich ja nicht auf alles so genau eingehen, nicht wahr? Ja, ah. Wow, Hammer und Tuch und lauter Sachen. Ey, es gibt so viel in diesem Spiel zu finden. Ich hoffe, ich muss mir auf jeden Fall bald mal ein paar Schemata kaufen, damit ich den ganzen Handwerkskram, den ich mit mir rumschleppe, mal loswerde. Ich muss das ja irgendwie auch mal verbrauchen. Noch mehr? Oh Mann. Bestimmt gibt's auch noch ein bisschen was. Nee, sieht nicht so aus. Der Hexer ist da. Der Hexer ist da. Tu so, als würdest du ihn nicht sehen. Wer seid Schau ihr denn? Ihn nicht in die Augen. Ich konnte niemals einen Hexer provozieren. Oh. Habt ihr Angst vor mir? Mir egal. Tänzchen gefällig? Mit dir tanzt es bestimmt nicht. Was sehen meine alten Augen? Ja, ein Hexer. Problem damit? Aha. Holzklotze. Juhu. Meine Visage, meinst du mich? Ah, bei dem gibt's was zu kaufen.
Oh, Fisch, Apfel, alter Käse. Ist das ein Apfel? Da haben sie heutzutage doch etwas angenehmer. Oh, er reagiert darauf sogar, dass ich ihn umgestoßen habe. Ihr spielt wahrscheinlich Würfelpoker, nicht wahr? Was? Würfeln wir? Wenn du gegen diese beiden gewinnst, spiele ich gegen dich. Ah, okay. Ah, das mache ich mal anders. Und hier kann ich wohl mit Faustkämpfen mein Geld verdienen, das ist gut. Was ist denn hier los? Wettkämpfe, Bruderherz. Der Hafen ist gesperrt und wir langweilen uns die Ärsche ab. Bist du dabei? Ich wüsste gern die Regeln. Die Teilnehmer zahlen ein Startgeld. Der Sieger sagt sein. Die Kampfregel. Du sorgst dafür, dass der andere nicht mehr aufsteht. Komplex. Ne? Kämpfst du, Bruderherz? Bruderherz? Aber sicher. Ja. Der ist ein Frischling wie du, Bruderherz. Gut für den Anfang. Auf den Tisch mit deinem Geld. Wie sieht's aus? Ach, 10 Orens ist ein kleiner Einsatz. Bin bereit. Meine Herren, der Tanz ist eröffnet. Los geht's. Dieses Quicktime-Event sind sowieso so leicht. Ich denke, es wird keine Schwierigkeit darstellen. Na, tat das weh, hä? Rick heißt der Kerl. Ist ein ganz schöner Hänfling, also... Dass der mich einen Anfänger genannt hat, der kennt wohl Geralt von Riva nicht. Autsch! Ja, der Geralt hat schon ein bisschen Erfahrung. Au! Ja, das dürfte reichen. Dein Feind möchte ich nicht sein. Hauen wir uns noch ein bisschen, Bruderherz? Wie, gegen dich? Oder gegen wen anders? Mir egal. Sag mir nur, gegen wen. Strotzbert der Konvertit. Das ist mal ein komischer Name. Weil er alles umgekehrt macht. Schläft am Tag, säuft, ehe er frisst, und die Weiber müssen sich zum Bumsen anziehen. Strotzbert. Zeig mal deine Orens. Wie sieht's aus? Aber ich dachte mir auch zuerst, was für ein seltsamer Name. Ah, es wird langsam mehr Geld. Bin bereit. Meine Herren, der Tanz ist eröffnet. Tja, noch nie so leicht Geld verdient. Wow, das ist ja mein Brocken. Oh, aber kein Problem für unseren Judoka-Meister anscheinend. Oh Gott, von dem möchte ich aber keinen Schlag abkriegen. Also wenn er in echt gegen mich antreten würde, es wäre ungemein schmerzhaft. Aber guckt euch diese Grafik an, wie detailliert diese Charaktere sind. Das sieht fantastisch aus, diese Muskeln. Ich habe noch nie so realistische Muskeln in einem Spiel gesehen. Oh, wie ein Kartoffelsack. Hey, Meister. Was ist? Ich sehe doch sofort, dass du ein richtiger Kämpfer bist. Viel zu schade für diesen versoffenen Haufen. Ich hab dafür ein Auge, glaub mir. Ich kenne dich nicht. Sie nennen mich König Sigi, weil ich so königlich zahle. Du findest mich abends bei der Schenke. Wenn du an Ruhm und Geld interessiert bist, bringe ich dich an den richtigen Ort. Ich scheiß mich ein. Diese Poesie. Hauen wir uns noch ein bisschen, Bruderherz? Du scheißt dich ein? Das ist aber seltsam. Ein andermal. Ich will erst mit dem anderen Kerl reden. Fight Club. Schöner Questname. Triff dich abends vor der Schenke mit Sigi. Ach so. Ich dachte, ich kann jetzt zu Sigi gehen. Das war jetzt nämlich gerade mein Gedanke. Egal. Wir haben uns versündigt. Gleich fängst du dir eine. Gleich fängst du dir eine? Mein Kumpel Peter sagt das auch immer zu mir, aber aus anderen Gründen. Ah, mit Mönchen? Nur die Vorsehung kann dir diesen Preis bestimmen. Ich vertraue keinem Mönch mehr. Wir haben uns für wahr versündigt. So vermag ich das Relikt, das mir anvertraut war, nicht zu entschlüsseln. Ist die Vorsehung dir gewogen, übergebe ich dir diesen Preis, aus dem du hoffentlich klüger wirst als ich. Also sollen wir jetzt würfeln oder was? Keine Ahnung. Wow, man kann ganz schön viel würfeln in diesem Spiel. Dein Gegner hat erhöht. Ich glaube, rechts war akzeptieren. Das ist ein kleiner Bug, wie ihr seht. Und zack. Gut. Ich habe zwar 3 Sechsen. Dann würfel ich die anderen beiden nochmal. Ja, mehr. Er gibt auf? Oh, okay. Naja, mir soll es recht sein. Glück hast du, doch nicht genug. Ach, und aber ach. Die Vorsehung hat, so scheint es, nicht beschieden, dass du meine Bürde von hinnen trägst. Hä? Wir haben uns versündigt. Vergebung. Hätte ich jetzt verlieren sollen, oder was? Ach, mir ist egal. Ich habe andere Sorgen. Okay, mehr auf die Fresse. Kämpfst du, Bruderherz? Ich bin nicht dein Bruder, aber sicher. Sag mir nur, gegen wen.
Ich hab gewusst, dass ihr kämpfen würdet. Wer ist denn der? Das ist der kleine Doda. Frisst Honig direkt aus dem Bienenstock. Säuft für vier. Uns gibt welche, die gesehen haben wollen, wie er sich einen randvollen Wassereimer an den Schwanz gehängt hat. Stellst besser schon mal einen ordentlichen Geldsack bereit. Wie sieht's aus? Klar. Oh, 25 Oren. Bin bereit. Meine Herren, der Tanz ist eröffnet. Verdammt, nun wartet. Okay, mal gucken, wie der aussieht. Okay, eine fette Sau. Na, das tat bestimmt weh. Oh, der hält aber auch ein bisschen mehr aus. Autsch. Schön Blut auf dem Boden. Ja, weiter. Oh. Naja, das war eigentlich derselbe Move nochmal. Naja, scheint zu funktionieren. Dass die Kerle ihm immer an den Haaren ziehen. Ihr seid solche Mädchen. Aber bei dem hier, das braucht schon ein bisschen länger, bis ich den mal fertig habe. Naja, dadurch dauert es einfach nur länger, glaube ich. Und oh Gott, sorry, aber das ist echt so simpel und leicht, das hier. Vor allem, man braucht nur WASD. Der Zeitraum, in dem ich das drücken muss, ist jetzt auch nicht sonderlich schwer. Und naja, immerhin hübsches Ende. Dein Feind möchte ich nicht sein. Hatten wir schon. Gratuliere, du hast die Birnen der härtesten Schläger weichgeklopft. Glückwunsch, das Turnier ist beendet. Das war's? Ich hab alle besiegt? Mann gegen Mann, flotsam. Das reibt sich sogar. Quest abgeschlossen, juhu. Gab's da wenigstens ein bisschen XP für? Kommt da noch irgendwie eine Anzeige? Nein, sieht nicht so aus. Ihr hattet den kleinen Doda bezwungen und das Turnier gewonnen. Ja. Kann ich trotzdem mit ihm reden? Sieht nicht so aus. Hast du noch nicht genug, Brüderchen? Kämpfe außerhalb des Turniers. Legen wir die Einsätze fest. Wie sieht's aus? Ah, wohl. Nee, 20. Gern, aber die Einsätze. Dann komm wieder. Ja, ist mir egal. Das ist mir zu wenig Geld, was es gerade bringt. Ich rede nochmal mit den Würfelspielern hier. Wir müssen Spaß haben. Komm, dich mach ich platt. Würfeln wir? Wenn du gegen diese beiden gewinnst. Oh, dann habe ich dich gerade verwechselt. Okay, also erst gegen Bendix. Sehe ich recht? Der Hexer Geran. Worum geht's? Mein Cousin aus Vysima sagt, du seist ein ordentlicher Würfelspieler. Oh ja. Schon? Wenn es sich herumspricht, dass wir gute Spieler haben, kommen noch mehr gute Spieler. Und dann steigen die Einsätze. Wenn Einar Gausel käme oder Sigurta, das sind wahre Meister. Wie sieht es aus? Spielst du? Einar Gausel ist also ein... Wir spielen nur zum Spaß hier. Zündram allerdings hält sich für einen Meister. Okay. Ich spiele eben nicht mit jedem. Zeig du erstmal, was du drauf hast. Ah, das wollen wir doch mal sehen. Ja, also wie wir jetzt gerade gehört haben, ist dieser Einar Gausel und noch ein anderer Kerl anscheinend Würfelmeister. Merken wir uns für später. Bestimmt ist das nochmal nützlich. Gut, 2, 6. Ich habe 2 Sechsen und 2 Zweien. Dann schmeiße ich die 4 nochmal. Komm, volles Fund. Ja, erhöh ruhig. Und, was war's? Eine 3, glaube ich. Man kann es echt schlecht erkennen. Ich habe verloren. So ein Mist. Du hast verloren. Nochmal. Spielen wie? Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ja, das war nicht sonderlich viel Schwung, ich weiß. Die 2 kann weg. Und die 5. Und die 6 auch. Nochmal. Ja, höher. Ja, er hat erhöht, ich weiß. Schon gut. Ja, diesmal war schön viel Elan drin. Hoffentlich hat was gebracht. Ich hab schon wieder verloren, verdammt. Nein. Ja, du hast verloren. Es hat leider viel Glück dabei. Komm, nochmal. Ich will das heute nicht auf mir sitzen lassen. Ich muss noch einmal gewinnen, bevor diese Episode endet. Ich hoffe, ich bin schnell genug. Komm schon. Ich sehe jetzt schon mal 2 Einsen. Und 2 Fünfen. Also schmeißen wir die 6 nochmal. Ja, komm, erhöht. Ja, kennen wir schon das alte Spiel. Los. Was war das? Ich sehe es nicht. Noch eine 6 war das schon wieder. Oh, ich habe endlich mal gewonnen. Geht doch. Du hast gewonnen. Na also. Jetzt muss ich noch einen weiteren besiegen. Aber das muss bis zum nächsten Mal warten, wenn es wieder heißt. Let's play The Witcher 2. Mein Name ist Alex. Bis dann.